Willkommen bei Crash Cash, dem Format, in dem es um Putz geht. Viel Spaß und gute Trades. So, erstmal herzlich willkommen an die Leute, die dieses Format schauen beim Tippchecker auf dem Kanal. Nicht wegschalten, alles ist gut. Der Thomas ist in Urlaub, deshalb bin ich heute an seiner Stelle und mache das Format alleine. Er sendet euch aber allen liebe Grüße und meint, obwohl ich viel langsamer rede als er, kriege ich das trotzdem hier gut auf die Reihe. Around Town. MDAX-Wert hat letzte Woche ziemlich auf die Nase gekriegt, nachdem die Deutsche Bank, dazu kommen wir gleich, sie herabgestuft hat auf Verkaufen. Ganz generell, warum diese Woche schon wieder ein Immobilienwert? Ich habe da mal was für euch zusammengetan. Ihr seht es hier. Es ist eine Liste von Werten mit einem KBV, also einem Kursbuchverhältnis von unter 1,0. Sprich, der Preis der Aktie an der Börse entspricht nur weniger als dem, was an Buchwert da ist. Und das hier ist von der Börse Online eine Zusammenstellung. Da sieht man die 10 günstigsten, was das KBV betrifft, die 10 günstigsten Werte hier oben. Diese 10 günstiger, lässt sich nicht markieren, ist Dings. Bei den 10 günstigsten haben wir 6 Immobilienwerte, wenn wir die Deutsche Pfandbriefbank, die Immobilienfinanzierung macht, mit reinnehmen. Also wir haben oben die Branix, die wir auch schon mal bei Cash Cash machen wollten, die Acentro Real Estate auf der 3, dann kommt die Deutsche Pfandbriefbank, dann Around Town, darüber sprechen wir heute, Demire und am Ende die Alstria Office REIT AG. Kurz zum KBV und der Bewertung. Jetzt gibt es, oder der Grund, warum die Börse Online, der Autor bei der Börse Online diesen Wert so da reingestellt hat, ist letzten Endes, dass er sagt, das sind alles günstige Aktien zum Kaufen. Oder können günstige Aktien zum Kaufen sein. So, weil du kaufst eine Aktie, $1 Buchwert für, im Falle von der, nehmen wir ruhig hier die Around Town von heute, für 20 Cent. Jetzt gibt es ja zwei Gründe, warum eine Aktie ein Kurs-Buch-Verhältnis haben kann von unter 1. Das eine ist, der Preis der Aktie ist einfach zu weit unten, der Kurs ist zu weit runtergerutscht. Der andere Grund ist, der Buchwert ist zu hoch. Und wenn ich in den Top 10 bei dieser Aufstellung hier 6 Immobilienwerte habe, von denen viele auch noch sich auf Gewerbeimmobilien konzentrieren, dann weiß ich, unabhängig vom Kurs der Aktie, ist der Buchwert mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu hoch. Gerade die Aktien, die sich auf Gewerbeimmobilien, die mit Gewerbeimmobilien zu tun haben, mussten viele Abwertungen vornehmen, das reicht aber noch lange nicht. Da ist letztes Jahr hier mal 6%, da mal 11% runtergenommen worden, das spiegelt nicht das tatsächliche Buch wider. Also, wir haben eine Liste, die bereitgestellt wurde von der Börse Online mit Kursbuchverhältnissen von unter 1, sprich Aktien, die 20 Cent den Dollar gehandelt werden. Meiner Meinung nach werden die nicht für 20 Cent den Dollar gehandelt, weil sie der Kurs zu weit unten ist, sondern weil der Buchwert viel zu weit oben ist. Deshalb diese Woche wieder bei Crash Cash ein Immobilientitel und das ganz generell, warum wir glauben, da gibt es einiges auf dem Weg nach unten an Geld zu verdienen. Lass uns auf die Around Town im Detail mal achten. Die hat eine Menge schlechter Nachrichten gehabt. Wir können das hier sehen, wenn du einfach nur bei Google Around Town eingibst, Goldman Sachs heute Morgen runtergestuft von Kaufen auf neutral, also auf halten, und die Kursprognose gesenkt auf 2,10 Euro. Nicht mal das, glaube ich, aber okay, wir sehen,
sie wird abgestuft. Die ganzen Nachrichten, die gekommen sind über die letzten Tage, waren negativ. Letzte Woche Freitag hat die Deutsche Bank, das hatte ich eingangs erwähnt, die Aktie runtergestuft, was dazu führte, dass am Ende des Tages sogar 10% letzten Endes die Aktie im Minus stand, weil die Deutsche Bank die Aroundtown auf Verkaufen gesetzt hat. Und so geht es gerade weiter. Genau, wir hatten dann sogar die 200-Tage-Linie, also Moving Average, gleitender Durchschnitt, gerissen und so weiter und so weiter. News sind im Großen und Ganzen schlecht. Wir haben hier beim Aktionär auch vor ein paar Tagen einen Artikel gehabt über die Grand City Properties. Das ist eine Tochter, also die Aroundtown besitzt 70% an der Grand City Properties. Die Grand City Properties hat mit Wohnimmobilien zu tun und die haben die Nachricht gebracht, wir schütten keine Dividende aus. Die Around Town besitzt 70% und das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo die 70%-Tochter der Mutter keine Dividende zahlen wird. Man möchte sich also bei Grand City Properties darauf konzentrieren, weniger Schulden zu machen. Was die Analystenmeinung, ich hatte schon Deutsche Bank Goldman von heute Morgen angesprochen. Lass uns mal hier auf Finanznet sehen, die haben hier so eine Map, wo du sehen kannst, wo die Leute die Aktie einstufen. Und wir sehen im Endeffekt hier oben den Bader mit 2,60, hat im November letzten Jahres die Around Town Aktie auf Kaufen gesetzt mit dem Kursziel 2,60. Lieben Gruß nach München zu den Kollegen. Ain't gonna happen. Wird nicht passieren. Ansonsten sehen wir hier unten Barclays, übrigens auch im November, ein paar Tage später, Kursziel 1,20. Die UBS halten bei 1,60. Wir haben die Deutsche Bank auch jetzt verkaufen mit 1,60. Und das ist ziemlich nah dran. Jefferies, das ist auch interessant, Kursziel 1,75, aber sell. Und die sind gerade in letzter Zeit öfter mal aufgefallen mit eher optimistischen Prognosen hier, also eine denkbar schlechte. Und Goldman Sachs, Kursziel 2,10, ich hatte es erwähnt, auch das glaube ich jetzt so erstmal nicht. Also von fundamentaler Seite schaut es relativ schlecht aus. Technische Seite, ich bin nicht so der Charttechniker, aber der Blick auf TradingView spricht, glaube ich, für sich selber. Also da scheint es auch eine einhellige Meinung zu geben zu dem Wert Around Town. Das sieht nicht gut aus. Der Grund oder einer der Gründe, warum das so ist, ich habe hier mal die Aktie und wenn du dir da die gleitenden Durchschnitte reinholst, ist egal, welchen du nimmst, 20 Tage, 50 Tage, kannst du auch 100 Tage oder 200 Tage nehmen, die sind alle gebrochen worden. Und da unten sind wir, hier sind die Durchschnitte, sieht man das auf dem, ja. Da unten sind wir, hier sind die Durchschnitte, also die Aktie hat jeden gleitenden Durchschnitt gerissen, der üblich ist und in diesem Zusammenhang Charttechnik inklusive Moving Averages, alles in allem nicht sehr gut. Das war also die, ich kämpfe hier immer noch, das war also die Kurzgeschichte, der Thomas hätte das sicherlich viel breiter und länger erklärt, aber die Kurzgeschichte ist, Immobilienaktien, insbesondere Gewerbeimmobilienaktien, ist im Moment schwierig, wegen Finanzierungsbedingungen, aber und auch vor allem wegen der Bewertung der Portfolios. Die werden nicht abgewertet. Around Town schaut charttechnisch schwierig aus, von den Analystenmeinungen, also fundamental, schaut es schwierig aus. In zwei Tagen wird der Geschäftsbericht für das Jahr 2023 vorgestellt. Das könnte einhergehen mit einer Abwertung des bestehenden Immobilienportfolios. Dafür würde auch sprechen, dass am Freitag die Deutsche Bank, vielleicht hat sie schon Informationen gehabt, die Aktie runtergenommen hat auf Verkaufen. Also übermorgen, das wäre Mittwoch, der 27., wird der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 vorgestellt. Mich würde es nicht wundern, wenn es hier zu einer Abwertung des Portfolios kommt. Und das könnte den Druck auf die Aktie weiter erhöhen.
was uns zu Trading-Möglichkeiten, Put-Produkten auf die Around Town bringt. Und jetzt sind wir in eine Situation gekommen, die ich schon vorher gesehen hatte. Ich will ja immer ein Turbo-Zertifikat und einen Optionsschein mitbringen. Ich werde heute keinen Optionsschein im Detail vorstellen, weil die Produkte, dafür können die Emittenten jetzt im Zweifel nicht, aber die Produkte sind einfach zu unattraktiv, was die Optionsscheine betrifft. Ich habe allerdings, ich zeige es euch, einen schönen Turbo-Bear von der UniCredit mitgebracht. Wir haben einen 4,8er Hebel, das ist nicht Welt, aber es ist der größte Hebel, den ich finden konnte unter allen Bären, die es noch gibt. Wir haben Abstand zur Barriere, die ist bei 2 Euro, von knapp 20%. Das ist in meinen Augen genügend Luft. Denkt immer dran, wenn nur die Hälfte davon erreicht wird, sprich die Aktie wieder anspringt auf, sagen wir, 1,85, 1,90, ist mehr als 50% euer Geld in solchen Produkten weg. Immer im Kopf behalten, ist noch kein Totalverlust dann, aber die Dinger haben halt einen Hebel. Und zwar einen massiven. Wird mit 1 Cent Spread gestellt. Das ist ganz okay für das Produkt. Ist also eine Geschichte, die man durchaus machen kann. Optionsschein, wie gesagt, schwierig. Ich zeige euch mal, was es gibt. Meiner Meinung nach ist, davon ist nichts kaufbar. Wenn du einen 4,5er Hebel willst, reden wir über Volatilitäten von 80 bis 104. De facto verdienst du da kein Geld mehr. In meinen Augen verdienst du da kein Geld mehr. Wir haben hier von der DZ Bank ein Produkt, hat einen Strike bei 2 Euro, ist mit 64% Volatilität gepreist, hat 4 Cent, 3 Cent, Verzeihung, 3 Cent Spread, ist relativ hoch, hat auch nur noch einen 2,8er effektiven Hebel. Das könnte man machen, läuft aber nur bis 21.06. Das heißt, du läufst komplett gegen den Zeitwertverlust jetzt. Und das würde, das kannst du machen, wenn du einen Anlagehorizont hast von 1 oder 2 Tagen. Aber auch dann würde ich lieber ein Turbo nehmen. In dem Fall, wenn du das Ding eine Woche, 2, 3 reinlegen willst, wirst du mit dem Teil Geld verlieren. Selbst wenn die Aktie in deine Richtung, sprich nach unten marschiert. Gefällt mir also überhaupt nicht. Wenn ich mir die nächsten angucke, die so halbwegs bezahlbar sind, dann haben wir hier was von der UniCredit. Ist dann nur noch ein 2er-Hebel, hat auch einen akzeptablen Spread, aber und der geht wenigstens bis 18.09. Hier ist was auch von der DZ-Bank wieder etwas größeren Spread. Die beiden wären noch so erträglich, würde ich sagen. Beides aber keine Produkte, die ich sexy finde. Also ganz ehrlich, was jetzt die Round Town betrifft, ich würde von Optionsscheinen mal die Finger lassen, außer ich habe eine sehr bärische Meinung und denke, das Ding geht runter auf 1 Euro und das tut es relativ schnell. Weil dann springen dir die Produkte, die jetzt 60er Woll haben, springen dir auch auf 100er Woll an, dann nimmst du da noch Geld mit. Ansonsten, um mal auf 1,60, 1,50 in der Aktie runter den Weg mitzunehmen, ist das hier nichts. Da verlierst du im Zweifel mehr Geld. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, habe ich jetzt auch nichts dezidiert rausgesucht, ist aber trotzdem interessant. Wenn man zum Beispiel nur auf das Event traden will, also auf das Event Vorstellung Geschäftsbericht und darauf spekuliert, dass eine Abwertung des Immobilienportfolios kommt oder vielleicht sogar darauf spekuliert, dass keine kommt, dementsprechend der Kurs wieder anspringt, kann man Faktoroptionsscheine nehmen. Faktoroptionsscheine, erkundigt euch da bitte. Ich stelle jetzt keine im Detail vor, ich wollte es nur mal gezeigt haben, sind nicht gut, um das 1, 2, 3, 4, 5 Wochen zu halten. Die sind gut, wenn du im Tagesbereich spekulieren willst. Also wenn ihr die Zeit und die Muße habt, euch am Mittwoch hinzusetzen und hier nah dran bleibt an der Entwicklung, was die Aktie betrifft, dann könnt ihr Faktoroptionsscheine einsetzen. Da gibt es auch wieder von der UniCredit, die scheint, was das betrifft, ziemlich stark zu sein. Also Produkte mit 5er Hebel,
die ich ganz spannend finde. Wir haben ein Spread von 1,5, 2,2%. Das ist okay. Ihr seht hier auch, die SocGen ist mittlerweile raus. Die stellt nur noch Rücknahmekurse. Hier ist also das Gleiche passiert, was bei der Branix uns passiert ist. Es gibt keine Leihe mehr. Also die SocGen kann die Aktie nicht leihen, denn sie muss sie leihen, um sie dann verkaufen zu können, um den Hedge für euer Produkt zu machen. Und das ist hier passiert, nehme ich an. Ich habe nicht mit denen telefoniert, aber was hier nach es aussieht. Die kriegen am Markt keine Aktien mehr, die sie sich leihen können. Und sie haben selber keine Long-Position, die groß genug ist, als wie dass sie aus den eigenen Beständen Aktien verkaufen können. Du kannst ja, wenn sie eine große Position haben, weil irgendjemand strukturierte Produkte oder Optionsscheine, was auch immer, long gegangen ist, wo sie die Aktie kaufen mussten, um sich zu hedgen, können sie das im eigenen Buch netten. Das hat die SocGen offensichtlich nicht. Bei der Hypovereinsbank sieht es so aus, als würden sie entweder noch irgendwo eine Leihe kriegen oder, was ich viel eher glaube, sie haben noch Aktien im Bestand und netten das da einfach. Deshalb kriegst du bei der UniCredit, deshalb kriegst du bei der UniCredit jetzt noch Produkte short, bei der SocGen kriegst du keine mehr. Also die nehmen noch zurück, klar, die Sachen, die draußen sind, aber wenn du, wie gesagt, kurzfristig traden willst, kannst du Produkte nehmen von der Hypovereinsbank. Die können dir noch Faktoroptionsscheine anbieten, die ganz interessant sind, wenn man im Tagesbereich etwas machen möchte. Ah, eine Sache könnte ich vielleicht noch hinten dran hängen, die wollte ich eigentlich vorher sagen. Ich zeige euch noch was. Ich zeige euch noch was. Ihr seid nicht allein, wenn ihr das macht. Schon mal gut zu wissen. Ich kenne die Seite marketbeat.com nicht. Also bitte nicht sagen, der Florian hat uns hier was gezeigt. Ich weiß nicht, wie seriös die Daten sind. Aber wenn wir suchen, wer shortet die Aktie noch alles, dann kommen wir darauf, dass jetzt gerade im Februar das doch ziemlich angestiegen ist. Also wir hatten im Januar eine Position, die, oder ja, zum 15. Februar sogar noch, eine Position, die war 6 Millionen Aktien short. Wir sind jetzt gemäß dieser Webseite 11 Millionen Aktien short. Das entspricht ungefähr 20 Millionen Dollar, die geshortet werden. Ende Februar, sagt diese Webseite, gemessen an dem Trading-Volumen ist das relativ viel. Also wir können uns auch mal angucken. Das hier sind die Orderbücher. Diese, seht ihr das? Ja. Das hier sind die Orderbücher und wie viele Aktien da drin liegen. Und dann siehst du, alles in allem liegen vielleicht an allen Börsen zusammengerechnet 1,5 Millionen Aktien in den Büchern. Und wenn du jetzt siehst, es sind 11 Millionen Aktien short, dann weißt du, du bist nicht alleine. Das bedeutet aber auch, jetzt muss man hier dazu sagen, die letzte Position wurde aufgemacht bei 1,76. Das ist nicht so weit weg von jetzt. Die Jungs erwarten sicherlich mehr. Die kommen nicht so schnell zurück. Jetzt musst du aber aufpassen, wenn 11 Millionen Aktien zurückkommen, dann hat das in den Orderbüchern, und zwar von 0 bis 2,50 Euro, liegen 1,5 Millionen vielleicht gerade drin. Wenn da 11 Millionen Stück reinkommen, die kommen natürlich auch nicht auf so einen Short-Squeeze, One-Shot-Fire-Sale da rein. Aber es wird eine Auswirkung haben auf den Aktienkurs. Dann bist du ganz schnell wieder bei 2 Euro und dann zerfetzt dir den Turbo-Bär. Ich sage es nur, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber gute Nachricht ist, es gibt andere Leute, die auch short gehen und die das institutionell tun. Das werden sie ja tun aus einem bestimmten Grund. Und auf der anderen Seite entsteht dadurch aber auch ein Risiko. Weil wenn die sich wieder covern müssen, wird es Druck nach oben geben, weil sie die Aktie ja kaufen müssen, um ihre Position zu schließen. Das war Crash Cash für heute. Also mitgebracht hatte ich einen Turbo von der UniCredit, ehemals Hypovereinsbank. Ich bin alt. Mit der BKN HD2 LMA. Habe ich mir nicht ausgedacht. LMA ist tatsächlich die WKN, also HD2 LMA ist tatsächlich die WKN von diesem Produkt. Hat einen 4,8er Hebel. Turbo-Bär wird ausgenockt bei 2 Euro. Steht im Moment 34 auf 35 Cent, also nur 1 Cent Spread. Hat einen 4,8er Hebel, wie gesagt. Kann man machen.
Und jetzt, was die nächsten Tage betrifft, wird klar, die Aktie hat schon viel nachgegeben, aber ich glaube, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Also das ist ein Produkt, das man machen kann. Was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Ah, ich habe einen Zettel, wo ich sehen kann, was ich noch alles sagen muss. Diese Produkte sind alle sehr gefährlich. Man kann damit Haus und Hof verlieren, wenn man Haus und Hof beleiht und in so einen Quatsch investiert. Nehmt bitte nur das Geld, das ihr tatsächlich überhaupt, wenn ihr das machen solltet. Wir sprechen keine Empfehlungen aus, weder ich noch der Thomas. Der sendet liebe Grüße aus dem Urlaub. Aber ganz, ganz wichtig, ihr handelt immer aufs eigene Risiko. Nicht hinterher sagen, der Florian hat aber gesagt, wir sollen. Nee, stimmt so nicht. Der Florian hat gar nichts gesagt. Der Florian hat gesagt, das kann man machen. Sollt ihr aber nicht machen, wenn ihr da nicht eine eigene Meinung zu habt. Bitte nicht handeln. Ansonsten, wenn ihr was machen wollt, ich würde diesen Turbo-Bär von der HVB, von der UniCredit machen. Und das Letzte ist, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe wenigstens meinen Hintergrund verändert, um den Leuten es ein bisschen mehr heimelig zu machen, die auf dem Kanal vom Tippchecker sind. Habe ich Beleuchtung und hinten weiß ein wenig angepasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte bei mir, also beim Cashflow, aber auch beim Tippchecker ein Like da. Auch wenn ich nicht der Tippchecker bin, es wäre unfair, wenn ihr ihm jetzt nur, weil ich da bin, kein Like geben würdet. Ansonsten gerne ein Abo. Und falls ihr anderer Meinung seid oder noch eine Idee habt, was abgesehen von den Immobilienwerten, die wir in den letzten 2 Wochen gecovert haben, interessant sein könnte, für eine Sendung von Crash Cash, bitte gerne in die Kommentare oder an mich per Mail. Danke und alles Gute.